Grüße euch herzlich zum heutigen Video und wie ihr hört, bin ich etwas heiser. Trotzdem lasse ich es mir nicht nehmen, pünktlich zum Release von Kamigawa Neon Dynasty die Bundlebox zu öffnen. Die kam heute an, die habe ich bei Taschengelddieb bestellt und bin schon gespannt. Und was ich halt auch gut finde, ist, dass man hier doch ein bisschen was geändert hat, denn offensichtlich ist keine Folie mehr drumherum. Dafür hat man jetzt halt hier so ein paar Streifen, die man aufziehen kann, um die Packung zu öffnen und hier so Sicherheitslabels, um zu sehen, dass die Box noch geschlossen ist. Und soweit ich das schon mitbekommen habe, ist diese schwarze Box, die hier unten drin immer so rumoxidiert, jetzt entfallen. Und finde ich ganz gut, weil ich fand die super unnötig. Es haben keine Karten reingepasst und ich wusste nie so richtig, was ich damit anfangen soll. Ja, enthalten nach wie vor 8 Set-Booster. Das hat man ja umgestellt von Draft-Boostern auf Set-Booster, was ich natürlich auch ganz gut finde. Und sonst super schickes Design hier oben, das mit dem Schrein und hier die Wanderer drauf. Und ich würde sagen, dann mache ich die Box mal auf. Ich werde heute wahrscheinlich auch nicht so viel sagen, um meine Stimme doch mal ein bisschen zu schonen. Und hoffe, dass ich die Tage wieder ein bisschen mehr Stimme habe. Spätestens wenn nächste Woche das Pokémon Strahlensterne Release ansteht, will ich wieder Stimme haben. So, den Karton tue ich mal auf Seite. Und hier ist ein super schicker Flyer. Sieht sehr cool aus. Ich habe auf der Rückseite ein bisschen mehr so Manga-Stil. Sehr, sehr cool. Und die Box sieht natürlich auch fantastisch aus. Ich mag hier so dieses leicht Synthwave-mäßige Logo. Super schönes Design auf jeden Fall. Also ich finde, allein schon wegen dem Design lohnen sich die Bundleboxen. So, mal reingucken. Hier ist nach wie vor ein Würfel und der sieht auch ganz schick aus mit so pinken und blauen Spritzern drauf sozusagen. Fühlt sich auch so ein bisschen so an und cool. So, dann haben wir hier so zwei Karten mit den Regeln. Hier ist unsere Promokarte. Anrufung der Verzweiflung. Dann hier halt dieser zusätzliche Karton. Mit so ein paar Markern. Keine Ahnung genau, was sie jetzt bringen sollen, aber warum nicht? Und halt hier, die finde ich immer ganz nützlich, um irgendwelchen kleinen Kram reinzupacken. Und wenn man sich die Boxen dann halt so ins Regal stellt, sieht das schon ziemlich cool aus. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich hier mitmachen soll. Ich stelle es erstmal auf Seite. So, das mache ich mal auf. Echt jetzt? Kacke. Na egal, jetzt kriege ich den Rest auch auf. So, da haben wir dann Promokarte. Und sonst ganz viele Länder im normalen Design und teilweise auch in voll. Sehen auch super schick aus. Und hier non-foil. Und hier sind die 8 Set-Booster. Und ich fange direkt mal an zu öffnen. Nachdem ich Bosaicho jetzt im Display geöffnet habe, bin ich das auch so relativ entspannt. So, die einzige Karte, die halt jetzt noch irgendwie mich super krass hypen würde, wäre halt das Jingetaxi. Das ist die 8 Karte. Windgepeitschte Felswand. Aki Ronin, kaiserliche Unterdrückerin. Mal ein paar Gushentais. Anrufende Verheerung. Nachtfalterpatrouille und ein Kaimi-Token.
mal hier wieder sortieren. Booster Nummer 2. Dornwaldfelle in Foil. Kurzschluss, tödliche Schwachstelle, Viruskäfer, der Düsterkreicher, Grableuchte, seismische Welle. Das ist doch auch nett. Hier der Zuge verschlingt alles. Und Spiegelkasten. Oh, die ist, glaube ich, in Commander richtig, richtig gut. Der Fall des Fürsten Conda in Foil und Noxious Toad aus Portal. Auf jeden Fall schick. Ein Pack mit einer Rare und einer Mythic Rare. Und das ist so, Portal war auch so die Zeit, mit der ich ins Spiel dazu kam. Satoru, nochmal hier so als Artkarte. Und eine Kyo-Landkarte. Heimliche Hackerin. Goblin-Samurai. Sinzwang. Kami der Vergänglichkeit. Und Kurzschluss in Foil. Und hier so eine Platzhalterkarte. Die fällt schon wieder alles auseinander. Aber drei Booster und eine Mythic Rare schon mal ganz nett. Eine Ebene. Die Mentoren. Goldschwanz Schüler. Autorität der Regentin. Bewohner des Geisterreichs. Roshi-Hüterin. Hier der Zug oder das verschlingende Chaos. Und Ishin in Foil. Und ein Rattenräuber-Token. Tristes Gewässer. Du bist bereits tot, die ist auch ziemlich nett. Krallende Qualen. Die Himmelsschildkröte. Risona Asari-Kommandeurin. Und der Aki-Gluthüter im Foil und ein Samurai-Token. Noch drei Booster. Infiltratoren, Kirscher, Schreinhüter. Wenn das Schreinhüter ins Spiel kommt, kannst du eine Bibliothek nach einer Aura oder Schreinkarte durchsuchen, sie auf dem Vorzeigen, auf deine Hand nehmen und danach mischen. Nett. Meuchlerische Tinte, cooles Artwork. Naomi, Säule der Ordnung. Und Atsushi, der Feuerhimmel. Sehr cool. Das ist die Karte, die ich beim Pre-Release-Kit in XXL bekommen habe. Und damit die zweite Mythic Rare in diesem Bundle. Und Kami in Foil. Vorletzter Booster. Ich bin bisher auch noch nicht dazu gekommen, mir ein Deck zu basteln. Ich habe mir jetzt so ein paar Ideen rausgesucht.
Segensbo-Seite. Schreitender Wolkenkratzer. Die Eidechsenklinge, die kann ich gut gebrauchen für ein Deck. Und Ninja Kujai in Kunai in Foil. Und dann haben wir hier noch Honden of Infinite Rage. Ich habe keine Ahnung, aus welcher Edition das ist. EMA, keine Ahnung, sagt mir gerade nichts. Muss ich gleich mal nachlesen, was das ist. Und damit die zweite Karte von der Liste. So, letzter Booster. Mal gucken, was hier noch geht. Auf jeden Fall ein Sumpf, das ist auch schon mal nett. Schlimm ist, ich habe so viele Ideen, was ich an Decks bauen könnte, aber Verankerung in der Realität. Hinata, gekrönt von der Morgenröte. Und Terrarium in Foil und noch ein Placeholder. Sieht doch soweit ganz nett aus. Das ist natürlich ein super Hit. Und ich finde auch, Hidetsuko verschlingt alles. Zerstöre jede bleibende Karte mit Mana-Betrag 1 oder weniger, die kein Land ist. Schicke alle Friedhöfe ins Exil und schicke diese Sage ins Exil und bringe sie dann transformiert unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Und wird so gefährst als verschlingen. Das sieht auch so krass aus. Sehr, sehr cool. Ich weiß doch gar nicht, ob das jetzt irgendwie eine besondere Karte ist, weil von der Seite sieht die eigentlich relativ gewöhnlich aus. Von der Seite halt irgendwie super besonders mit dem Neon Frame. Ich bin gespannt. Also ich werde auch wieder die Preise einblenden. Werdet ihr ja wahrscheinlich jetzt schon gesehen haben. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich finde, das ist eine ganz nette Ausbeute. Zweiter Bo-Seite wäre natürlich auch ganz nett gewesen oder so, aber ich will mich nicht beklagen. Was habt ihr so in euren Bundles drin und wie findet ihr das Bundle-Design, das neue? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir hören uns dann beim nächsten Video hoffentlich wieder mit besserer Stimme. Dann werde ich auch wieder ein bisschen mehr plaudern. Bis zum nächsten Mal.